Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer mit einem weiteren Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gern kostenlos abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und ein Daumen hoch hilft jedem kleinen YouTuber im Algorithmus. Ich habe ja gestern Abend noch das Feld gebaut, angelegt, um unsere Leute etwas zu unterstützen. Schnapp ich mir jetzt mal eine Eisenhacke und gehe mit hinter und werde das Feld mit hacken. Wieso habe ich ja zwei angefangene Eisenhacken drin? Die wollte ich da eigentlich gar nicht, die hundertprozentige. Nee. Jetzt habe ich einen Eisenhammer auch noch rausgeräumt. Den nehmen wir uns wieder so. Und die Eisenhacke, wo ist denn die jetzt? Hier, die 93-prozentige wollte ich doch. Nee, das sind alles 100. Boah, warte mal, irre war ich jetzt wieder. Ich habe 93 Stück haben wir, alles klar. Also nehmen wir uns so eine Hacke mit. Gehen erstmal runter an den Fluss und trinken was. Unsere Trinkflasche lassen wir voll. So, dann essen wir ein bisschen Fisch. Haben wir auch noch Fleisch? Was ist denn? Ach, das ist Wolfsfleisch, alles klar. Gebratenen Fisch essen wir noch etwas. Und dann schnappen wir uns unsere Hacke, die legen wir uns jetzt mal auf die 3, wo wir vor uns den Hammer hatten. Und jetzt flitzen wir dahinter, da werden wir das mit hacken. Da kennen die nämlich noch, da können wir das noch im Sommer mit ernten, wenn das alles gut läuft. So, die Hacke in der Hand und noch bevor die Leute alle kommen, fangen wir an und hacken das Beet. Das Beet, sage ich, das Feld. Ehe die hier erstmal so richtig aufschlagen, haben wir das schon zur Hälfte fertig, denke ich mir. Außerdem haben wir dann auch wieder mal ein paar Landwirtschaftspunkte. Brauchen wir ja auch. Das ist aber wirklich ganz schön hügelig hier. Ah, jetzt sind welche da, die mir helfen. Ich höre sie hinter mir hacken. Oh ja, Frau Kollege. Langsam jemand mit Dünger kommen. Wir sind gleich fertig hier.
Ah ja, es geht schon los. Sie düngen schon. Gut, du hackst das weiter. Na, ich tue das ja so fertig hinkriegst. In der Zeit hacke ich das hier nochmal lieber. So, jetzt ist das Feld fertig gehackt. Holt euch mal schon den Samen, den wir brauchen. Also die schnellsten sind es nur wirklich nicht, muss ich sagen. Gut, wir gehen jetzt auch mal waschen. Er riecht schon wieder. Und hier liegt schon wieder das Zeug rum. Ach nee, die Steine auflesen. Ach so, ein weiteres Feld wollen wir noch anlegen, und zwar ein Mohnfeld. Da haben wir doch hier noch Platz. Oder hier oben. Hier zwischen. Hier können wir auch noch eins herlegen. Mohnfeld. Mal mal. Cool. Ach, einen Hammer haben wir ja nicht einstecken. Da müssen wir. Nee, brauchen wir dazu? Haben wir eigentlich nicht. Bauen, Landwirtschaft, Feld. Brauchen wir doch keinen Hammer. Oh Gott, da mal schauen. Schon zu weit. Na ja, gut. Ist zwar plus 2 mal 10 mal 12 mal 16. Geht's noch weiter? Mal 16, 2 mal 16. Das ist 32 mal. Gut. Und hier machen wir auch noch ein Feld hin. Landwirtschaft. Feld. Von hier. Hier rüber. Geht es noch weiter rüber? Nein. Das ist auch zwei breit. Nochmal 2 mal 16. Also haben wir insgesamt 64 Einheiten mit Mohn. Na, da kannst du dran rumhäckeln. Jawohl. Und jetzt machen wir, legen wir mal die Frucht fest. Feld 3, 22.
Was haben wir? Mohn und Roggen. Wollen wir da auch Mohn und Roggen drauf machen? Mohn wird erst nächstes Jahr gemacht. Das könnt ihr jetzt mal vorbereiten. So, gut. F. Mohn machen wir drauf. Ja. Bestätigen. Und das Feld 23 machen wir auch noch mal mit 0. E, C. Moon. Ja, gut. Die neue Farm muss ja auch seine Berechtigung haben. Und hier haben wir noch Platz, da können wir zur Not noch ein paar Bäume her. Bäume oder Gemüse. Ne, Gemüse brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Hopfen. Hopfen machen wir auch noch nicht. Wir kennen, glaube ich, noch ein paar. Apfelbäume gebrauchen. Ah. Da schauen wir mal in die Küche, was die da so alles machen. Da richten wir uns mal nach der Küche, was die. Schauen wir über die Technologie. Crafting. Küche. So, hier haben wir die ganzen Breie. Wildsuppen, Rührei, da ist nichts weiter. Und hier haben wir die Küche 2. So, da haben wir Fladenbrot. Was haben die denn? Weißbrot, Käse, Gemüsesuppe, Brei. Wo? Das ist eine Taverne, alles klar. Überschenke. F. Obsttart. Das ist mit Beeren. Fleischtart, Fleisch, Mohnkuchen. Ja, auch Kirschkuchen tun die auch backen. Apfelsaft. Machen doch Apfelkuchen. Apfelbrei. Birnenwein. Warum machen die keinen Apfelkuchen? Mohn, Obstkuchen. Na, da ist. Das sind Beeren, Birnentart, wir haben das klar gesagt, der Name, eine Pflaumentart, Mohnkuchen, Kirschkuchen, Apfelbrei, da reichen eigentlich Apfelsaft, Kirschsaft, Birnensaft, Beerenwein. Also, wenn wir nach der Küche gehen, nach dem brauchen wir Kirschen. Die machen eine Pflaumentart, aber keinen Pflaumenkuchen. Also machen wir. Bauen wir noch ein paar Kirschen ein. Kirschbäume. Da sehen auch die Blüten ja schöner aus. Also kaufen wir uns noch ein paar Kirschbäume und bauen und pflanzen ja noch ein paar Kirschbäume. Alles klar. So, dann werden wir mal sehen. So, und da können wir ja schon mal Kuh, Bauen, Landwirtschaft, Plantage. Da können wir schon mal vorbereiten, dann wissen wir dann, wie groß die Plantage ist. So, die fangen wir mal hier drüben an. Ja. Also, das sind jetzt 8 mal 1, 2, 3, 8 mal 4. 8 mal 5 wird nichts werden. Also 8 mal 4. Also, noch 32
32 Kirschbäume werden wir hier herpflanzen. Genau. Da haben wir sogar schön diese Beeren hier stehen lassen, dass auch Beeren geerntet werden können innerhalb unseres Dorfzaunes. Gut. Also das dürfte jetzt erst einmal reichen, was wir an Feldern angelegt haben. Da werden nachher auch die Scheunen voll ausgelastet, denke ich mir. Was wir noch machen werden, wir werden mal hier oben von der Logik her, sage ich mal, das ist dem Spiel zwar egal, aber wir wollen doch das mal ein bisschen logisch aufbauen. Mal sehen, ob das geht, hier oben noch einen Imker herzubauen. Gerade wenn hier die Obstbäume sind, bräuchten wir ja eigentlich noch ein paar Bienen in der Nähe. Oder den können wir auch hier herstellen. Hier ist es nicht ganz so hügelig. Hier müssen wir doch noch den Imker herkriegen. Wir holen uns mal, ehe wir ins Waschen gehen, holen wir uns mal. Wir gucken erstmal in die Bäume hier rein, was wir brauchen. Bauen. Das ist doch. Ist das Landwirtschaft oder ist das Gewinnung? Nee, das ist Gewinnung. Jagd, Landwirtschaft, Tierhaltung. Ah, Tierhaltung. Also, wir brauchen erstmal 5 Holzstämme, um das Phantomgerüst zu bauen. Holen wir uns jetzt. Bei Gewinn. Der Kinga. Okay. 5 Holzstämme brauchen. Wie sieht es denn hier drin mit Holzstämmen aus? Haben wir doch, ja, haben wir schon. Unsere sämtlichen Materiallager haben wir aufgerüstet. Weiter geht's nicht. Stimmt. 4 Stück haben wir. 4 mal 4 ist 16. Alles klar. Holzstämme. Ich habe gerade überlegt, ob mir noch ein bisschen was. Aber wir lassen es erstmal so. Zur Not müssen wir noch eins im Außenlager bauen. Da haben wir von der Fläche her noch genügend Platz. Es spielt ja eigentlich keine Rolle, wo das steht. So, Holz. Schälchen, Holzstämme. Oh, gucke, 58. Also kommen die doch mit dem Feuerholz und das Verhältnis Rundholz zu Brennholz scheint ganz gut zu funktionieren. Wir haben schon wieder 2950 mal Brennholz. Und wir nehmen schon, hier liegt auch Brennholz drin, 3000. Wir nehmen schon mal wieder Brennholz 2000 raus. So. Tätigen. Und das packen wir gleich hier rein. Wieso habe ich jetzt. Ach du, ich hatte dreimal noch drin, alles klar. Mit dem Banditen, stimmt. So, gut, jetzt haben wir ja über 5000 wieder hier drin. So, jetzt wollen wir erst einmal Phantomgerüst für einen weiteren Imker bauen. Da kommt auch mehr Met zusammen. Mehr Honigwabe. So, hierher. Kuh, Ball. Tierhaltung. Habe ich nicht. Habe ich nicht die. Nee, habe ich nicht mitgenommen. Alles klar. Nochmal, weil es so schön war, laufen wir nochmal.
Nach dem Motto, jeder Gang macht schlank. Wird er gar nicht, setzt er gar nicht so viel Fett an bei mir, dass der hier rumrennen muss. Der bleibt fit, da reiß ich mir. Ja. Jetzt sind wir, wir haben zwar geguckt, haben sie auch nicht mitgenommen, weil wir gleich nach dem Brennholz rausgeräumt haben. Alles klar. F. 5 Stück bestätigen. So, jetzt flitzen wir nochmal hinter. Jetzt bauen wir das Phantomgerüst. Hier einen weiteren Imker. Hierher. Genau. Können wir mal ein Stück zur Seite noch. Bauen. Hier Haltung. Und das passt ja her. Na, perfekt. F5. Machen wir trotzdem mal eine Schnellspeicherung und schauen mal, wie das steht. Aber ich denke mir, das steht schon recht gut. Genau hier bei den Obstbäumen kommt ein weiterer Imker. Der steht bei den Obstbäumen, da stellen wir den auch mit bei dieser Obstplantage. Gut, haben wir denn den Hammer einstecken? Ne, den haben wir nicht einstecken. Das machen wir dann in der nächsten Folge, denke ich mir. Jetzt gehen wir uns erstmal waschen. Und dann schauen wir nochmal in unser Lebensmittellager, was wir von den alten Krempel rausschmeißen können, was gleich verrotten kann. Und wir werden uns den Hammer holen und werden noch mal ein oder zwei Häuser heute Abend verputzen. Nicht in das Zimmer. Doch, ich will ja waschen gehen. Schon ein bisschen mehr im Kopf. Ja, und abtauchen. So, ist er jetzt sauber? Ja. Jetzt kann auch der Bathilda wieder unter die Augen treten. Jetzt schnappen wir uns Hammer, den haben wir hier drin. Hat man, den haben sie jetzt wohl doch verwendet. Sieht so aus. Ne, ich habe noch einstecken. Kalkstein brauchen wir 82 Stück. Die anderen Dächer, die müssen wir übrigens auch mal machen. Die sind so schlecht aus, wo man die einfachen Holzdächer gelegt hat. Da müssen noch Schindeln drauf. Aber irgendwie haut das mit unserem Mehl nicht so richtig. Nicht so richtig hin hier. Die müllern doch schon wie verrückt. Na gut, das wird sich vielleicht ändern, wenn unsere zweite Müllerin auch etwas mehr Erfahrung. Wir nehmen uns erstmal den Hammer, haben Kalkstein. Hält weiter oben. Kalkstein. F82 bestätigen. Gut. Was habe ich denn noch drin, was so schwer ist? Die Eisenaxt räumen wir raus, die brauchen wir nicht. Die Eisenbolzen brauche ich jetzt auch nicht, die können wir auch raus tun. Die Eisenarmbrust kommt raus, die Eisenhacke kommt raus. Das Eisenmesser müssen wir uns sotteln wieder. Das Fleisch schaffen wir rüber. Die gesteppten Westen kommen raus. Ich schleppe da hier einen Haufen Zeug rum. Das Gift. Die Gürteltasche kommt raus, die können wir dann später mal verkaufen. Die Gänseblümchen kommen raus, Kalkstein brauchen wir. Wir haben schon wieder 22.000 Geld einstecken. Die Pelzschuhe kommen raus, die Pelzstiefel kommen raus, Pflaumenbaumsetzlinge kommen raus. Und Salz haben wir auch noch dabei, 5 Steine, wir schleppen Zeug mit uns rum. Oh, so. Wollstoff kommt raus. So, jetzt haben wir
Oh, schöne paar Kilo wieder abgespeckt hier. Den Hammer brauchen wir. Eisenmesser sammeln wir. Fleisch und getrocknetes Fischfilet, das können wir essen. Das essen wir auch gleich. Das getrocknete Fischfilet. Wir braten es erstmal aus dem Wald. Jetzt hat bloß noch 37%. Gut. Ein fünftes darfst du auch noch essen. So, und jetzt schauen wir erst noch ins Lebensmittel nach und schauen, was dort demnächst vergammelt. Hallo, Lubomira, wo willst du denn hin? So, gut. Och je, was haben wir denn alles drin? Also, Essen sieht eigentlich ganz gut aus. Also, hier haben wir Apfelbrei. Fünfmal Apfelbrei. F, 12,5. Birgenmilchlinge, 163, 25. Raus. Die Birnen, 62. Raus. Edelreizker. Eimer, die verrotten ja nicht. Fliegenpilze. Gallenröhrlinge. Ach je, gebratenes Fischfilet. Nochmal gebratenes Fischfilet. Gebratenes Fleisch, 600. Gebratenes Fleisch, 500. Gebratenes Fleisch, 9 Stück. Was gibt verrottetes Kirschen? Pflaumen. Riesenschirmlinge. Ist ja tonnenweise Zeug, was da hier rumschleppt. Was hier drinnen liegt, Steinpilze. Ich kann mich jedenfalls nicht mehr bewegen, alles klar. Und das Zeug schmeiße ich jetzt alles. Voilà, irgendwo hier in der Ecke. I. Ja. Edelreizler. Liegenpilze. So. Alles klar, jetzt lassen wir da alles wieder auf, wenn es soweit ist. Ist auch was Neues gefallen? Nee, ist nix. So, und jetzt suchen wir uns das nächste Haus. Haben wir auf der Seite noch was? Schauen wir mal. Die hier drüben sind alle. Die hier sind alle. Den Weg hier hoch. Die sind, glaube ich, auch alle. Alle schon verputzt. Hier hinten steht nichts mehr. Noch nicht. Noch nichts. Das sind Stallungen. Oh. Die Ställe. Oder Stallungen. So, jetzt wird ein Schuh draus. So, dann gut, dann machen wir hier weiter. Und die auf diesem Weg. Die hier sind verputzt. Dann machen wir hier weiter. Das da unten kann man nicht verputzen. Also, geht's hier los. Du. Den Hammer legen wir uns mal auf die 2. Und
Ja, putzen. So, wir steigen mal hier hoch. Wenn wir nämlich von innen die Giebel machen, ist ein bisschen angenehmer. Oder wir putzen gleich alles von innen. So, meine Freunde, ein weiteres Haus ist verputzt. Eins verputze ich noch ohne euch. Wir haben jetzt schon wieder 33 Minuten. Wie spät haben wir es am Tag? 17.48 Uhr. Meine Leute machen gleich Feierabend. Ich hole mir nochmal 82 Kalksteine und verputze noch ein weiteres Haus dort oben. Und wir sehen uns nachher im Sommer wieder. Alles klar, meine Freunde. Dann bis zur nächsten Folge.